Frohes neues Jahr, noch nicht ganz, aber fast. Denn mit Knives Out, Mord ist Familiensache, haben wir den ersten Film hier auf unserem Channel als Kritik, der erst im nächsten Jahr, 2020, oder wenn ihr 2020 guckt, in diesem Jahr startet, und zwar am 2. Januar. Der ist schon vor einiger Zeit in Amerika rausgekommen, wurde bei uns mal ein bisschen verschoben. Der neueste Film von Rian Johnson, dem Regisseur von The Last Jedi, dem kontroversesten Star Wars Film seit alle Star Wars Filme davor. Und ja, der zieht sich jetzt ein bisschen zurück. Der hat ja durchaus auch noch andere Filme gemacht außer Star Wars. The Brothers Bloom zum Beispiel ist ein Film. Looper ist eigentlich ein recht bekannter Science-Fiction-Film von ihm. Er ist schon ein Autor und Regisseur, der dafür bekannt ist, ich sag mal, bekannte Storylines oder bekannte Motive aus Filmen zu nehmen und dann etwas eigenen Spin mitzumachen. Ob es jetzt positiv oder negativ ist, ist mal ganz egal. Und auch bei Knives Out, Mord ist Familiensache, geht es zunächst um einen recht klassischen Krimi-Plot, der durch Rian Johnsons Art natürlich ein bisschen anders am Ende herauskommt, als man vielleicht denkt. Knives Out handelt ganz, ganz klassisch von einem Mord. Und zwar dem Mord an einem reichen Onkel, Vater, Großvater und so weiter, der sich scheinbar selbst umgebracht hat. Deswegen wird in ein Cluedo-mäßiges Haus der Meisterdetektiv Benoit Blanc gerufen, der nun herausfinden muss, welches Familienmitglied den reichen Großvater getötet hat. Knives Out, Mord ist Familiensache, ist ein Film, über den man inhaltlich nicht viel berichten kann, ohne direkt zu spoilern. Also, wie gesagt, es ist ja ein relativ klassischer Krimi-Plot. Es werden sehr viele verschiedene Figuren vorgestellt mit verschiedenen Motiven, die dann von einem Detektiv sozusagen in einem Raum oder einem Haus festgehalten werden. Und dieser muss daraufhin herausfinden, was wirklich passiert ist. Und ich habe in der Inhaltsangabe schon Cluedo-Haus gesagt, und so ist es tatsächlich auch. Ich meine, Cluedo kennt vielleicht viele von euch als Spiel, wo es dann auch wirklich um ein Haus geht, um einen Mord, und dann muss man selbst herausfinden, ob Dr. Zwiebelbart es mit der Holzhacke im Arbeitszimmer war oder wie auch immer. Und das ist dieser Film im Prinzip im Großen und Ganzen auch. Das ist ein recht simpler Krimi-Film mit halt einem gewissen eigenen Twist dabei. Er hat unheimlich gute Kritiken bekommen, er hat auf Metacritic irgendwie was über 80 und so weiter. Das zieht das Auge schon irgendwie an. Das hat auch mich nochmal extra neugierig gemacht. Ich wollte ihn mir eh anschauen, weil ich Rian Johnson so als Regisseur ganz gern mag, und weil ich auch den Cast insgesamt ziemlich gern mag. Also neben Leuten wie Chris Evans oder Michael Shannon oder Ana de Armas spielt halt noch Daniel Craig mit und was weiß ich, Jamie Lee Curtis ist auch noch dabei. Also es ist ein ziemlich großer, sehr interessanter, spannender Cast, die all diese vielen verschiedenen Figuren verkörpern. Und ja, warum man nicht so ein bisschen Spaß für zwischendurch? Über 2 Stunden Laufzeit ist das hier ein Film, der grob in 3 Akte zu teilen ist, auf die ich, wie gesagt, nicht großartig eingehen kann. Was ich aber sagen kann, ist, das ist ein sehr, sehr, sehr launig inszenierter Film. Das ist ein sehr, sehr, sehr spaßiges Katz-und-Maus-Spiel. Das ist vor allem ein Film, den man sich in meinen Augen möglichst in Originalversion anschauen sollte, denn neben den ganzen anderen tollen Darstellern ist das hier vor allem die Daniel Craig Show. Also man kennt ihn hauptsächlich als Bond. Es geht ihm selbst, denke ich, auch auf die Nerven, denn wenn man den, den paar Dingen, die man hört, von den Bond-Sets glauben darf, dann hat er einfach nicht mehr so Bock, Bond zu sein, obwohl er ein toller Bond ist. Und er taucht hier halt auch im Anzug auf und so weiter und hat dieses Smirk irgendwie auf seinem Gesicht und so. Und mit der Synchronstimme von Bond im Deutschen, glaube ich, kann es ganz schnell passieren, dass er einfach nochmal Bond ist. Aber tatsächlich ist es in diesem Film genau das Gegenteil. Er hat im Original einen dicken Southern Accent. Er überspielt und überdramatisiert seine Figur. Daniel Craig geht in dieser Rolle richtig auf. Und der ist nicht der smooth, coole Typ irgendwie, sondern er ist sogar ziemlich goofy und sehr, sehr, sehr lustig. Und allein für Daniel Craig lohnt es sich, diesen Film zu sehen. Und lohnt es sich vor allem, den Film in OV zu sehen. Ich weiß nicht, ob das im Deutschen so rüberkommt. Auch sonst, bei so einem großen Cast ist es nicht möglich, dass alle Figuren gleichermaßen Spiel- und Raumzeit bekommen. Vor allem Ana de Armas ist hier zu nennen, die eine wirklich tolle Performance liefert, sie ist aus Blade Runner 2049 zum Beispiel, die man jetzt auch immer mehr in Filmen sieht, und auch, das finde ich auch gut, dass man sie sieht. Michael Shannon hat hier ein bisschen mehr zu tun, der ist immer toll. Jamie Lee Curtis,
ja, spielt ihre Rolle auch soweit ganz in Ordnung, aber da kommen wir ja schon in Gefilde, wo ich sagen muss, okay, die Schauspieler sind so ein bisschen mehr Namen in dem Moment, weil sie auch kleinere Rollen verkörpern. Chris Evans kann man ihn noch nennen, der hier wirklich auch sehr viel Spaß in seiner Rolle hat. Also man merkt diesen Film an. Und das ist gerade für einen etwas lockeren, leichteren Film, für eine Komödie, jetzt nicht hundertprozentig nur Komödie, dieser Film, das ist ein sehr leichter Film, ist es immer sehr wichtig, wenn du das Gefühl hast, die Leute, die an diesem Film gearbeitet hatten alle zusammen sehr viel Spaß. Und das wirkt in diesem Film so, und deswegen macht es auch als Zuschauer sehr viel Spaß, diesen Schauspielern zuzuschauen. Der Film ist sonst im Bereich Setdesign, Musik etc., Kostüm auch sehr einfallsreich. Das Haus ist ziemlich cool gemacht mit den verschiedenen Räumen. Die Figuren haben alle so ihre distinkten Arten, wie sie sich anziehen, wie sie sich kleiden, wie sie auftreten. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Die Inszenierung ist sehr bunt, sehr poppig. Das Ganze hat einen Augenzwinkern, ne? Das Ganze hat so ein leichtes, hey, komm, wir nehmen das hier alles nicht zu voll und nicht zu ernst. Das hat mir gut gefallen, auch im Punkte des Plots und wie er sich entwickelt. Der Plot ist letztlich für mich ein bisschen das Problem des Films. Ich will nicht sagen, das ist ein schlechter Plot oder irgendwie so, ist auf gar keinen Fall. Aber wenn ich halt von vornherein höre, dass ein Film sehr hoch gepriesen wird und sehr, sehr viele sehr positive Kritiken bekommt, dann erwarte ich mir vielleicht vom Plot her ein bisschen mehr, als Knives Out letztlich liefert. Das letzte Drittel wurde in meinen Augen sehr, sehr interessant, ist für mich auch der interessanteste Part des Films, auf den man fast mehr Zeit hätte verwenden können. Davor ist es sehr viel Klischee, und obwohl der Film natürlich das Ganze ein bisschen augenzwinkernd aufnimmt, das Klischee, ist es immer noch das Klischee. Ebenfalls hatte ich bei Knives Out hier und da so ein bisschen das Gefühl, der Film nimmt sich ein bisschen zu wichtig hier und da, gerade wenn es dann in die politische Richtung geht. Zwar unterstütze ich Ryan Johnson seiner politischen Meinung, aber es hat für mich teilweise nicht organisch in diese Familie gepasst. Ich hatte das Gefühl, ab und zu wurde der Film teilweise sogar ein bisschen Meta mit irgendwelchen erhobenen Zeigefingersachen und mit Monologen, die uns ein bisschen lehrreich schon fast sein sollten. Und es hat für mich nicht in diesen Film gepasst. Ich hatte das Gefühl dafür, dass der Film eigentlich zum Großteil eine sehr lockere, leichte und sehr launige Sache ist, ein sehr spaßiges Katz-und-Maus-Spiel und halt eben auch nicht mehr, nimmt er sich in manchen Punkten zu groß, zu wichtig, zu toll, ein bisschen zu prätentiös vielleicht sogar hier und da. Das ist nicht oft, aber es war hier und da drin. Und deswegen gebe ich Knives Out, Mord ist Familiensache, auch 7 von 10 Punkten. Das ist ein sehr spaßiger Film. Wer Anfang Januar auf der Suche nach einem Kinofilm ist, in dem man viel Spaß haben kann, der spannend ist, wo es Spaß macht, den Leuten zuzugucken und man ein bisschen miträtseln kann und so weiter, der ein bekanntes Motiv aufnimmt und damit ein paar eigene Dinge tut, die auch teilweise sehr gut funktionieren, dann ist das hier absolut eine totale Empfehlung von mir. Das ist ein sehr gut gemachter, sehr gut gespielter Film im Großen und Ganzen. Da war auch jetzt kein Film, der unfassbar besonders ist, der irgendwas ganz großartig anders macht und so weiter. Der hat sehr gute Kritikerstimmen bekommen. Von mir kriegt er auch eine positive Note. Die resultiert in meinen Augen aber auch sehr stark daraus, dass das hier mal wieder ein etwas klassischerer Film ist. Er nimmt sich hier und da in meinen Augen ein bisschen zu wichtig, ein bisschen zu groß. Aber wenn der Film Spaß haben kann mit seinem Plot und mit seinen guten Schauspielern, vor allem Daniel Craig als Benoit Blanc, den ich gerne nochmal in einem neuen Abenteuer sehen würde, bitte auch in Originalsprache, wenn es geht für euch. Ja, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und deswegen kann ich den Film auch voll empfehlen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, like, subscribe uns gerne auch, das würde uns freuen. Teilt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, sagt mir gerne, was euer Lieblingsfilm von Ryan Johnson ist, ohne vielleicht eine Last Jedi-Diskussion anzufechten. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder mal um Star Wars geht, tatsächlich auch. Und wünsche euch ein schönes Kinowochenende und sage ciao, ciao.